Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, es liegt diese Resolution mit all ihrem hochgestochenen EU-Pathos erst schon mal ein Denkfehler zugrunde, ein ganz fundamentaler Denkfehler. Sie können doch nicht Europa in seiner ganzen Vielfalt, mit seiner ganzen Geschichte, mit seinen Traditionen, mit der EU gleichsetzen. Das ist eine Anmaßung, das ist eine ganz böse Anmaßung, eine Arroganz sondergleichen, weil die EU, das offizielle Europa, Brüssel, das, was die Menschen auch immer kritischer an der EU betrachten, das hat nichts mit dem eigentlichen echten Europa zu tun. Also Sie können nicht das offizielle Europa mit Europa gleichsetzen. Das ist eine Anmaßung, die schon denkerisch, schon intellektuell abzulehnen ist. Ich persönlich bin ein bekennender Europäer. Ich bin stolz auf Europa, auf das Europa der tausend Völker, auf das Europa der Vielfalt, auf das Europa mit seinen ganzen nationalen, vielhundertjährigen Traditionen, mit seinen Errungenschaften, um die die Welt, Europa, vielfach noch immer beneidet. Und es ist ein offenes Geheimnis, da braucht man gar nicht drüber diskutieren, dass Europa der Welt unheimlich viel geschenkt hat. Und die Welt wäre heute wahrscheinlich nicht so weit, wie sie heute ist, wenn Europa nicht über viele Jahrhunderte hinweg die Welt bereichert, befruchtet hätte mit seinen Errungenschaften, seinen geistigen und materiellen Erzeugnissen. Ich selber bin bekennender Europäer. Ich bekenne mich zu diesem Europa der Vielfalt. Ich spreche wahrscheinlich mehr europäische Sprachen als die meisten hier im Raum. Und ich lasse mir auch nicht ausreden oder absprechen, dass ich auf Europa stolz bin und dass ich gerne Europäer bin. Das ist das eine. Und dann ist diese Resolution ja insofern eine absolut heuchlerische, verlogene Resolution, weil sie nach einem ganz billigen, nach einer ganz billigen Haltet-den-Dieb-Rhetorik vorgeht. Bitte tun Sie doch nicht so, meine Damen und Herren. Und es sind ja Ihre Parteien, die das offizielle Europa, die Europäische Union tragen und unterstützen und hier auf kommunaler Ebene umsetzen. Tun Sie doch bitte nicht so, als wären die bösen Populisten, die bösen Nationalisten dran schuld, wenn sich diese EU heute vor unser aller Augen zerlegt, wenn es unübersehbare Desintegrationserscheinungen gibt. Aber da sind doch nicht die bösen Nationalisten dran schuld, sondern man muss es klipp und klar sagen, wenn dieses Europa, das offizielle Europa, für das Sie sich hier verwenden und als dessen Repräsentanten Sie sich hier betrachten, wenn dieses EU-Europa heute von Zerfall, von Desintegration bedroht ist, dann ist doch die EU, Ihr Europa daran selber schuld, mit seiner rundweg verfehlten, arroganten, bürgerfernen und politisch auch vollkommen verfehlten Politik. Ihre EU ist es doch, die den Menschen in die Flucht treibt. Und tun Sie doch nicht so, als wären Europafeinde dran schuld oder Europazerstörer. Wenn die Briten die EU verlassen, wahrscheinlich werden ja noch andere folgen. Und dieses EU-Europa wird ja auch mit guten Gründen verlassen. Aber tun Sie doch bitte nicht so, als wären da böse Populisten dran schuld, sondern genau Ihre Politik in allen nur denkbaren Politikbereichen mit ihren für jedermann auf kommunaler Ebene spürbaren Folgen ist daran schuld, wenn die Menschen nicht nur in England, sondern auch anderswo dieser EU bei erstbester Gelegenheit den Rücken kehren und Reis ausnehmen. Und es sind die Folgen Ihrer Zuwanderungspolitik, der europäischen Zuwanderungspolitik, der Politik der offenen Grenzen, eine Politik des gar nicht mehr verhehlten, sondern relativ offenkundigen Bevölkerungsaustausches. Es ist Ihre Politik einer asozialen Bankenrettungspolitik. Es ist Ihre Politik des Sozialabbaus. Es ist Ihre Politik, die auf Gehirnwäsche, Gender Mainstreaming und einen absurden Minderheitenkult hinausläuft. Das ist eine Politik, mit denen normal gebliebene Menschen in normal gebliebenen Ländern, wie meinetwegen Ungarn, Polen, der Slowakei, nichts anfangen können. Und es ist recht und billig, wenn man vor dieser EU, die Sie vertreten mit Ihren vorgeblichen europäischen Werten, wenn man dieser EU bei erstbester Gelegenheit den Rücken kehrt. Meine Damen und Herren, ich könnte die Litanei, die Errungenschaften, das,
was Ihre europäische Politik den Menschen zumutet, auch in unserer Stadt, die könnte ich quer durch alle Ressorts hindurch deklinieren. Ich könnte den aktuellen Sicherheitsreport der Münchner Polizei rauf und runter deklinieren. Und es hat ja Gründe, warum in immer mehr Polizeidirektionen gegenüber früheren Jahren, wo es deutsche Tatverdächtige und nicht deutsche Tatverdächtige gegeben hat, immer mehr Polizeidirektionen gehen jetzt dazu über, als dritte Rubrik Flüchtlinge als Tatverdächtige einzuführen. Das hat ja Gründe, meine Damen und Herren. Das ist eine Folge Ihrer Politik, der Willkommenskultur, Ihrer Zuwanderungspolitik. Die EU-Flüchtlingspolitik, die den Leuten auch bei uns auf den Nägeln brennt, die für Unmut, für Empörung, für abnehmendes Sicherheitsgefühl sorgt. Ihre europäische Flüchtlingspolitik besteht inzwischen darin, dass sogenannte Flüchtlinge ja schon direkt vor der libyschen Küste inzwischen vollmotorisiert abgeholt werden und auf bestem Weg zu Zehntausenden direkt nach Europa geschaufelt werden und dann selbstverständlich hier bei uns in der Kommune, in München, aber auch in jeder anderen europäischen Stadt durchschlagen auf die öffentliche Sicherheit und auf die Kriminalitätsstatistik. Das alles sind Folgen Ihrer von Ihnen zu verantwortenden europäischen Politik und ich mache kein Hehl daraus, dass ich diese Politik ablehne, ich bekenne mich dazu. Aber tun Sie bitte nicht so, als wenn jemand wie Marine Le Pen oder Geert Wilders oder viele andere EU-Kritiker im In- und Ausland, als wenn das alles böse Nationalisten wären, die nichts anderes zu tun hätten, als die EU, als Europa zu zerstören. Das Gegenteil ist der Fall. Gerade weil sie es gut meinen mit Europa, gerade weil sie es gut meinen mit der Sicherheit, den Lebensumständen, der Lebensqualität der europäischen Menschen, deswegen lehnen sie ihre EU ab, meine Damen und Herren. Deswegen ist diese Resolution auch zutiefst verlogen. Ein kleines Wort noch zu Pulse of Europe, diese doch verdächtig gut organisiert jetzt auf der Bühne erscheinende Bewegung von überzeugten Gutmenschen und frenetischen EU-Befürwortern. Aber das ist ja im Wesentlichen das gleiche Gutmenschenpublikum, meine Damen und Herren, Herr Oberbürgermeister, wie es vor 1,5 Jahren auf dem Münchner Hauptbahnhof gestanden ist und dort mit bunten Teddybärchen und Geschenktütchen Zehntausende vorgeblicher Flüchtlinge willkommen geheißen hat. Inzwischen sind viele von diesen Leuten, die damals noch am Hauptbahnhof gestanden sind und von denen sich offensichtlich ein unverbesserlicher Rest heute bei Pulse of Europe wiederfindet, viele von diesen Menschen würden heute nicht mehr klatschen, weil die Folgen ihrer europäischen Politik, ihrer Willkommenspolitik sind inzwischen bei vielen Münchnerinnen und Münchner ganz persönlich auch im eigenen Umfeld, im eigenen Vorgarten, im eigenen Bekanntenkreis, in der eigenen Familie angekommen. Und es hat sich halt herausgestellt, dass viele dieser Flüchtlinge eben keine hochwillkommenen Facharbeiter und qualifizierte Bereicherer für unseren Arbeitsmarkt sind, sondern ganz gemeine Verbrecher, Nafris, islamistische Mordtäter. Und da kann man schon verstehen, dass die Menschen heute nicht mehr so frenetisch auf ihre Willkommenspolitik reagieren, wie sie das vielleicht noch verblendet vor 1,5 Jahren getan haben. Ich schätze mal, es wird auch der Rest der wenigen, die heute beim Pulse of Europe noch auf die Straße gehen und sich für ihr Europa erwärmen, bei denen wird der Groschen sicher auch in absehbarer Zeit fallen. Ihre Politik, meine Damen und Herren, Ihre EU wird sicher das Ihre dazu beitragen, dass noch viel, viel mehr Menschen in nächster Zeit aufwachen. Mich erinnert Ihre Resolution einerseits so ein wenig an das Pfeifen im Walde, dass man glaubt, man muss jetzt, wo alles den Bach runtergeht, diese inzwischen obsolet gewordene EU-Konstruktion noch zu retten versuchen. Es ist ein wenig das Pfeifen im Walde. Man versucht mit gesteigerter Lyrik, mit gesteigerter Emphase etwas zu retten, was auf lange Sicht nicht zu retten sein wird. Und das ist auch gut so. Aber ich wiederhole es nochmal, machen Sie dafür bitte nicht die bösen Nationalisten verantwortlich. Und Sie müssen schon auch Verständnis dafür haben, für diese um sich greifende Radikalisierung, die Sie hier in Ihrer Resolution beklagen. Die ist Folge Ihrer Politik.
Ihre Resolution hat etwas von einem, von dem berühmten Lemmingszug an sich, der bekanntlich im Abgrund endet. Nur mit dem Unterschied, dass die armen Lemminge, die im Abgrund enden, um vieles weniger heuchlerisch, um vieles weniger verlogen, um vieles weniger politisch auch daneben liegen, als Sie hier mit Ihrer dubiosen Resolution. Ich werde dieser Resolution nicht zustimmen, das wird Sie nicht wundern, aber nicht, weil ich gegen Europa wäre, das bin ich nicht, sondern weil ich gegen Ihre EU, Ihre Europa-Karikatur bin. Das ist nicht Europa, aber gegen Ihre Vorstellung, gegen Ihre, man muss es schon so sagen, Pervertierung Europas bin ich schon, und ich möchte mich mit meiner Stimme nicht daran mitschuldig machen. So viel für den Augenblick. Jetzt bin ich gespannt, was sich der Herr Oberbürgermeister oder wer auch immer diesmal an Notizen gemacht hat. Ich bin auf Ihre Verdammungsstrophe gespannt. Erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja. Du? Ja, gerne, Herr Reisel. Ich wollte dem Herrn Richter für seine Ablehnung danken, ansonsten hätten wir was verkehrt gemacht. Ja, das kann ich nur unterschreiben. Also wir wundern uns nicht nur, dass Sie nicht mitstimmen, sondern wir sind richtig froh, dass Sie nicht mitstimmen, weil Ihr Europa, wie übrigens auch das Europa einer Frau Le Pen, eines Herrn Wilders oder eines Viktor Orban, ist nicht unser Europa. Und das ist Gott sei Dank so, dass das die breite, überwiegende Mehrheit ist und bleibt. Und auch wenn Sie jetzt seit 3 Jahren die gleichen Phrasen dreschen, Herr Richter, Sie schaffen es bei jedem Tagesordnungspunkt wieder an den Hauptbahnhof zu kommen. Es ist fantastisch. Vielleicht könnten Sie uns, weil Sie ja doch so sprachbegabt sind, einfach in Zukunft damit erheitern, dass Sie die gleichen abgedrossenen Phrasen mal in irgendwelchen anderen Sprachen vortragen. Dann malträtieren Sie zumindest mein Kleinhirn nicht wirklich. Und die Leute müssen sich nicht bemühen, nicht zuzuhören. Das wäre doch mal ein Vorschlag, irgendwie in Serbokroatisch oder was Sie alles für Sprachen beherrschen. Dann muss ich mich nicht darauf konzentrieren, Ihnen auch noch vielleicht eine Antwort zu geben. Und dann kann ich sagen, ich habe es akustisch und sprachlich nicht mitbekommen. Aber das sollten Sie vielleicht zur Abwechslung einfach mal vortragen können, aber dann bitte nicht in beiden Sprachen. Weitere Wortmeldungen